Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Beiß mich nicht, Bruder. Oder auch genannt Don't Bite Me, Bro. Ich habe von neu angefangen, weil ich direkt zwei verloren habe. Hier auf der Karte sieht man noch andere. Die habe ich allerdings nicht gesehen. Auch nicht gesehen, wie die gestorben sind. Deswegen habe ich jetzt einfach auch mal von neu angefangen. Ich versuche direkt mein... Er muss überleben. Scheiße, auf die Munition. Was? Naja, das hat schlecht angefangen wieder. Aber vielleicht kann ich wenigstens andere Leute retten. Komm, sie wenigstens. Komm schnell. Der eine jetzt tot ist, klar, nicht toll, aber besser als, nun ja, wenn alle tot sind. Ich weiß nicht, was die Knochen bringen, aber ich nehme die mal mit. So, wenigstens habe ich jetzt erstmal einen Partner. Ah, wieso? Das habe ich jetzt gerade wirklich nicht gesehen, wie der alte Mann gestorben ist. Habe ich den selbst abgeschossen, oder? Aber wenigstens eine. Sie ist in Sicherheit. Ihr habt's gesehen, Leute. So, wo sind denn hier die Zombies? Ja, ich hab's dann in den Kommentaren gesehen, dass ich auch so schlecht bin, aber ich hab's zum ersten Mal gespielt. Das heißt, es ist nur ein Spiel, Leute. Kann ich von neu anfangen? War ja gerade mal der Anfang. So, ich baue dann direkt so einen Turm gleich. Verkaufen. So. Was ich aber auf jeden Fall weiß aus dem letzten Let's Play, die Großen, die bringen mehr. Deswegen. Oh yeah. Ich weiß nicht, ich denke, die Kleinen, die wachsen. Ich würde sagen, die Kleinen wachsen. Die kleinen Süßen. Weil, wenn die so klein sind und ich abholze, bringen die mir nichts. Ich hole mal ganz schnell Holz, das haut nämlich später. Ah, scheiße, das verschwindet auch, okay. Ich denke, dass die stirbt. Ich weiß nicht, wie man sie jetzt bekommt. So einen Partner finden, aber. Boah, weißt du, wo dein Partner ist? So. Wo ich jetzt überhaupt weitermache? Nahrung. Ich brauche Nahrung. So, und ich baue direkt mal den Turm. Ich weiß nicht, wie weit sie schießen kann. Ja, komm, direkt ein fettes Upgrade. So. Ich guck, dass ich direkt ein paar Leute hole. Wo ist der nächste? Sie, aber wie hole ich sie? Ich gehe auf die Farm. Erstmal verteidigen. Das sind ja doch meine Frau hier, meine neue Freundin. Stirbt und ich bin mal schuld. So, in der Zeit noch ein bisschen Holz sammeln. Davon muss Zeit sein. So. Kommt her. Die Frage ist nur, kann ich die nur für Türme benutzen? Ich denke schon, oder? Ah, sind die doch. So. Ich habe vorhin auch im letzten Play davor weitergespielt. Bin in die Kirche gegangen.
da Black Screen. Und mein Speicherplatz war weg. Ich weiß leider nicht, wie man speichert. Wäre cool, wenn es in die Kommentare jemand schreiben könnte, der das Spiel vielleicht schon gespielt hat. So. Was würde das Upgrade kosten? Ist gesperrt, okay. Ich würde sagen, erstmal schön upgraden hier. So, dann hole ich jetzt mal den Farmer. Farmer kann man immer gebrauchen. So. Die, wenn ich wüsste. Der Baum ist wahrscheinlich. Steckt sich da drinnen. Kann man es aufschießen? Nö. Die spawnen auch direkt. Wie soll ich die denn? Ich kann die nicht 24-7 hier jetzt beschützen. Den Farmer, den kann ich holen. Das da oben, okay. Deswegen, wie war, letztes Mal war der Farmer auch nicht da und hier ist kein Zombie, deswegen. Wie soll ich den Farmer bekommen, wenn der überhaupt nicht da war? Das war auch ein Fehler. 100%. Okay, ich soll sie clearen, oder? Ach. Dort. Hey. Sie dürfen auf jeden Fall nicht zu ihnen rein. Kann ich auch durchschießen? Ah, okay. Sag bitte, du hast hier Patronen. Was das jetzt war? Vor Ort oder was? Ah, nein. Aber Farmer Joe. Ich brauche Farmer Joe. Ich hänge fest. Ich hoffe, die bringen jetzt Farmer Joe nicht mehr. Ich habe so große Angst. Ach komm, meine Base, bevor meine Base kaputt ist. 6 nur noch, okay. 4, 3, 2. Sie ist geschafft. Ich habe ein richtiges Biest dran gezogen. Was? Wo? Ist sie hier nirgendwo, wo ein Zaun kaputt sein sollte? Oder bin ich ein bisschen blind gerade? War das da oben? War das ein Ausgang? Kann doch nicht zumachen. Farmer Joe. Farmer Joe. Was willst du denn von mir? Irgendwo hast du hier irgendein Loch, das ich stopfen sollte. Das hier? Verarsch mich doch. Vorhin habe ich mich auch versucht, öfters ein Spiel einzuloggen und das war einfach einloggen, also zu spielen und das war einfach buggy. Also. Ah. Aber er hat recht. Aber Joe, bist du glücklich? Okay. Ich endete ja schon. Ich will dich doch einfach nur bei mir haben. Okay, gut. Wo kriege ich neue Patronen? Ich weiter upgrade eventuell?
Oh, 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 schnell zurück, schnell zurück. Helf mir doch. Er guckt einfach nur zu. Dass ich drauf gehe. Komm, Papa Joe, schneller. Was soll das? Der alte Jenkins, ja, der alte Jenkins, der ist leider gestorben. Den hätte ich am Anfang auch gern drücken genommen. Komm, ab rein, ja, endlich. So, haben die was kaputt gemacht? Sieht nicht so aus. Okay. Ach ja, upgraden kann ich nichts. Oh, cool. So. Erstmal die Wände ein bisschen upgraden. Damit mir auch keiner wegstirbt. Kaufen. Ich will jetzt nichts Falsches machen. Nein! Das verstehe ich jetzt nicht. Kaufe ich mit Holz oder? Komisch. Ich glaube, ich habe irgendwas gekauft. Die Frage ist, was habe ich gekauft? Den Trank oder? Ja. Wo ist denn der nächste? Sie. Ich verstehe nicht, wie ich sie kaum bekomme. Und zwei Bäume gleichzeitig gefällt. Boom. Wer das von mir schafft, der ist ein König. Okay, mit dem Pilz mal nehmen. Ein paar Drogen braucht man immer. Die kommen auch aus dem Nichts gespawnt. Habe ich noch ein bisschen Holz. Die kommen auch so schnell, die Zombies, ne? Die kommen wirklich schnell. Oh. Mit dem Baum habe ich einen Zombie umgebracht. Wer ist hier schlecht? Wenn ich kein Pro bin, dann wäre ich auch nicht. Ein alter Pro. Zurück zur Base. Ich gucke, dass ich am besten den nächsten Zungenbrecher mache. So, Holz abgeladen. Ich komme auch wieder von oben, sehr gut. Die ist drauf. Der rennt in die Spikes, das ist die Munition. Oh, Party. Ich kann auch verlieren, okay. So, okay. Ich grade doch einfach mal ab. Ah, das wird immer größer. Nicht, dass der Turm irgendwann im Weg steht. Oder andersrum. Ich brauche definitiv mehr Holz. Kann ich anders, kann ich nur auf große Bäume warten. So, farmen wie ein Boss. Der kippt nicht um, okay. Ich brauche mehr große Bäume, die kleinen, die... Fliegt das Holz. So.
bevor ich jemanden nächstes hole, grade ich ein bisschen meine Base ab. Ja, ist gut, Bro. Ich brauch deinen Kaffee und deine ganzen Drogen nicht. So. Erstmal brauche ich. Okay, ich habe überall starke Wände. Oben ein starkes Tor noch. Die kostet 40. 40. Ein paar Spikes. So. Ich gehe doch mal nach ein paar großen Bäumen suchen. Die geben viel schneller Holz. Wenn es einer weiß, wie man den Partner der Polizisten findet, sagt mir doch Bescheid. Weil ich will sie gerne haben. Ich habe ein Gefühl, wenn so, je länger sie dort steht, desto schneller stürzt sie mir weg. Also die wird mir da sterben. 100%. So, jetzt die Frage, Farmer Joe in den Turm packen? Ja, komm. Ja, komm. Aber ich will hier unten nichts haben. Weil das, wenn die von hier kommen, dann schlecht. So, Farmer Joe. Du bist Dreck, der Boss. Hätte ich auch lieber in die Ecke gesetzt. Ach, ich kann aber. Ja, ich kann auch verschieben, bestimmt. Das mache ich gleich. So. Hier. Bam. Bevor ihr in meiner Base kommt, bin ich alle um. Schön von meiner Base fern. So ein bisschen was essen. Dann geht's auch schon. So, ich kann mich auch bestimmt bewegen. Ja, sehr gut. Oh, cool. So gefällt mir das. Okay. Also, zwei habe ich schon mal. Upgraden. Das habe ich schon in der letzten Folge geschaut. Die, das wäre schade, wenn man so Metal Spikes hätte, die ein bisschen länger halten, wäre ziemlich geil. Aber man kann schon alles haben. Ich glaube, ich gehe runter. Guck, ob ich den anderen Typen da herbekomme. Patron, ich brauche Patron. Ist ja geil, wenn ich irgendwie da ins Polizeipräsidium kommen würde, aber da würde ich auch den Kollegen vermuten, der ist wahrscheinlich eh ein Zombie, aber naja, ich weiß nicht, wie man da jetzt genau hinkommt. Auf jeden Fall hole ich mir wenigstens den hier. Oder die hier. Sollte ich schaffen. Also wie gesagt, letztes Mal, da war überhaupt kein einziger NPC da, außer die beiden. Hey. Wow. Ein harter. Ja, du bist ein harter. Du hilfst mir. Du beschützt mich sogar. Nicht wie der alte Jenkins. Ja, ich bin nur alt. Er wollte sterben. Ich habe ihn noch aus den umgebracht. Ich teste mal, ob man dich schlagen könnte. Nee, ich habe ihn nicht umgebracht. Dann wundert es mich umso mehr, was genau passiert ist. Stuff, den guten.
brauche ich nämlich. No, no, bro. Nein, 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 nicht das Baby, nicht das... Das Baby zu starten, zu schnell. Warum sind hier so viele schwangere Frauen? Es kann doch nicht sein, dass so viele schwangere Frauen hier sind. Bro, lieber hier oben lang, ich weiß auch, wenn man so viel Schaden kassiert. Hey, 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 no. So, ich wehre nur noch diese Welle jetzt ab. Nur noch diese Welle. Das kann doch nicht sein, dass du mich auf einmal verlierst. Auf ein paar Meter. Du hast mich noch gesehen. Komm schnell. Meine Leute brauchen mich. Schießt er jetzt schneller, weil er auf dem Ding ist? Oder hält er viel mehr aus? Der wird weg, gut, Jenkins. Oh, ich bin Joe. Ich vermisse Jenkins einfach. Okay. War doch ganz gut. Bevor wieder irgendwas passiert. Boom, jetzt habe ich die fetteste Verteidigung überhaupt. Wer mich jetzt kritisieren will, geht nicht, Leute. Geht einfach nicht. Vergiss es. Wie gesagt, wenn einer weiß, die nette Officers-Dame, wie ich sie für mich gewinnen kann, wie ich mit ihr flirten kann, Partner, der ist wahrscheinlich hier drin. Wie soll ich deinen Partner holen? Ich würde dich gerne eigentlich bis zu meiner Base schieben. Ob das gehen würde? Naja Leute, das war's mit dem Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Abonnieren, damit ihr mehr Folgen beißt mich nicht mehr sehen könnt. So, ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao!